heute wollen wir dann endlich die Puppe zusammennähen. Wir haben dafür das Puppenvorderteil und das Puppenrückenteil. Die unterscheiden sich bei der kleinen Puppe nicht. Bei der großen Puppe unterscheiden sie sich darin, dass man hier beim Vorderteil unten am Fuß diese Rundung ausgeschnitten hat und beim Rückenteil hat man sie nicht ausgeschnitten. Das ist vor allen Dingen wichtig, wenn man die Haare mit dem Webpelz macht, wie ich das gestern schon erklärt habe, damit ihr da die Teile nicht vertauscht. Dann haben wir noch zweimal das Fußoberteil, zweimal die Fußsohle und dann noch vier Öhrchen. Diese Teile hat man auch nur bei der mittleren und bei der großen Puppe. Bei der kleinen Puppe wird das einfach rundum zusammengenäht, weil es sonst zu klein wäre und zu frickelig zu nähen. Wir starten bei der Puppe mit den Öhrchen. Die Öhrchen sind diese vier kleinen Teile. Die sind eigentlich ganz einfach zu nähen, aber bei manchen Maschinen hat man da ein bisschen Probleme, weil diese kleinen Stücke Stoff ganz gerne mal in die Maschine reingefressen werden. Ich habe da schon in der Anleitung einen Trick beschrieben mit einem Krepppapier oder mit einem Stickvlies. Ich habe jetzt aber zusätzlich mir noch überlegt, nachdem ich schon einige Puppen genäht habe, dass es auch noch mal leichter ist, wenn man die linke Seite mit einer Bügeleinlage beklebt, dann verzieht sich der Stoff nicht so. Ich habe jetzt also alle vier Teile von links einmal mit einer Bügeleinlage beklebt und zusätzlich hole ich mir noch das Krepppapier dabei, weil es dann leichter zu nähen ist. Ich lege mir immer zwei Öhrchen rechts aufeinander, die sind symmetrisch, das macht jetzt nichts, welche Öhrchen aufeinander kommen. Und lege die mir aufs Krepppapier. Und da drauf stecke ich mir die einmal fest. Also Krepppapier hat ja jeder in der Küche. Man kann auch Stickvlies nehmen, das ausreißbar ist oder auswaschbar. Ich finde diese Variante am einfachsten, weil man nicht extra was dafür kaufen muss. Der Trick dabei ist, dadurch, dass wir dieses Krepppapier drunter haben, haben wir mehr Fläche, die von der Maschine transportiert wird und der Stoff wird dann nicht so nach unten in die Stichplatte reingezogen, wie es manchmal doch passiert bei den Maschinen. Wenn wir das jetzt nähen, nähen wir nur hier die äußere Rundung mit 7 mm Nahtzugabe und als Stich wählt ihr das für die ganze Puppe bitte einen entweder elastischen Stich, also so einen Dreifach-Zickzack-Stich, oder einen dreifach Geradstich oder einen normalen Zickzackstich, den ihr möglichst klein einstellt. Ich habe auf meiner Maschine jetzt die Einstellung 1,4 Länge und 2 Breite. Und damit näht ihr das dann einmal hier so rundum auf das Krepppapier auf. Und so sieht das jetzt aus, wenn ich die Öhrchen genäht habe. Einmal von rechts und von links auf dem Krepppapier. Das Krepppapier können wir jetzt einfach abreißen. Das Schöne daran, das kann dann weg und dann schneiden wir hier am Öhrchen noch an der äußeren Rundung einmal die Nahtzugabe etwas zurück, so dass man das schöner wenden kann, also im Zickzack halt dann direkt bis so ziemlich an den Stich heran, die Fädchen abschneiden und dann können die Öhrchen gewendet werden. Ich bediene mich da immer gerne meinem Allzweckwaffe beim Nähen, dem Suppenlöffel. Den werdet ihr in den Videos jetzt auch noch häufiger sehen, weil der einfach super praktisch ist. Und damit kann ich nämlich schön hier mit diesem gerundeten Ende des Löffels einfach das Öhrchen schön ausformen. Sieht doch schon mal gut aus, ne? Das gleiche mit dem anderen. Das ist jetzt übrigens die mittlere Puppengröße, die ich hier nähe. Also bei der großen ist das dann noch ein bisschen größer. So, jetzt habe ich zwei Öhrchen. Jetzt brauche ich mein Puppenvorderteil. Hier ist es jetzt wichtig, dass wir uns am Vorderteil hier am Kopf die beiden Knipse markiert haben, denn da werden die Öhrchen jetzt dran gesteckt. Und zwar einfach so, dass die Rundung zum Kopf hin zeigt und hier die Kanten aufeinander liegen. Und dann kann man die Öhrchen hier einmal knappkantig festnähen. Weiter geht es dann mit den Füßen. Hier nähen wir erst die Fußoberseite am Vorderteil fest. Da haben wir jetzt die beiden Rundungen und die werden aufeinander gelegt. Und ihr merkt, ihr müsst dann hier bei dem Fußoberteil das Ganze so ein bisschen aufdehnen. Und die Spitzen schauen hier über. Das ist richtig so. Das ist kein Fehler. Da braucht ihr euch keine Gedanken zu machen, dass ihr was falsch zugeschnitten habt. Das soll so sein.
Ich mache das immer so, dass ich erst hier so mittig an der Rundung anlege und dann das Ganze so aufdrehe, dass die Kanten aufeinander liegen. Die Teile werden jetzt auch mit 7 mm Nahtzugabe aufeinander genäht, wieder mit dem Zickzackstich oder dem elastischen Geradstich. Und hier kommt ihr dann hier unten an den Füßen so ziemlich mittig raus. Also ihr näht nicht bis hier an diese Ecke, sondern ihr kommt hier ungefähr raus. Auf der anderen Seite genau das Gleiche. Jetzt haben wir am Vorderteil einmal die Füßchen festgenäht und die Öhrchen. Wenn ihr jetzt die Variante mit dem Webpelzhaar nähen wollt, dann würdet ihr das jetzt machen. Also einmal zum Video davor zurückgehen und dann können wir den Webpelz aufbügeln und dann weiternähen. Wenn nicht oder wenn ihr das schon gemacht habt, geht es jetzt weiter damit, dass wir den Kopf und den Körper zusammennähen. Dazu brauchen wir das Rückenteil und das legen wir rechts auf rechts einmal auf das Vorderteil. Ich lege mir das zuerst einmal, wie es liegen soll, und dann stecke ich mir das. Ich fange hier unten bei den Füßen an, denn da gibt es eine Besonderheit. Wir hatten ja hier schon den Oberfuß angenäht. Und wenn wir jetzt gleich die beiden Seitennähte sozusagen zusammennähen, müssen wir darauf achten, dass wir hier das Füßchen nicht mit annähen. Deshalb klappen wir das so nach innen, legen dann erst die beiden Stofflagen aufeinander und stecken uns das so, dass wir das nicht mit annähen. Und das Gleiche natürlich auch auf der anderen Seite. Auch hier klappen wir das weg, legen die Stofflagen dann aufeinander und stecken das so, dass wir beim Nähen nachher dran vorbeikommen. Wichtig ist, dass ihr in einer Seitennaht eine Wendeöffnung lasst. Sie sollte so, ja, sag mal 8 cm so rum groß sein. Durch die wendet ihr die Puppe dann später. Und dann könnt ihr den Rest zusammenstecken. So, wenn ihr das jetzt näht, ist es ganz wichtig, die Nähmaschine und das Tempo bestimmen zu lassen. Das hört sich ein bisschen doof an, aber gerade wenn man diese elastischen Stiche näht, dann ist die Maschine ja doch recht langsam. Und man neigt ja dann dazu, ganz gerne mal so ein bisschen der Maschine zu helfen und den Stoff zu ziehen. Das macht ihr oder versucht ihr nicht zu machen bei der Puppe, denn dadurch, dass man dann den Stoff dehnt, wellen sich am Ende die Nähte ziemlich und das sieht bei der Puppe nicht schön aus. Man kann es zwar immer ein bisschen einbügeln, aber an dieser Stelle ist dann echt ein bisschen Geduld gefragt, dass man wirklich die Maschine das Tempo bestimmen lässt. Und wenn ihr hier diese etwas engeren Rundungen habt, dann macht das auch wirklich immer so. Ihr näht ein paar Stiche, dann lasst ihr die Nadel unten im Nähgut drin, hebt das Füßchen, dreht ein bisschen, wieder runter, näht wieder ein paar Stiche und arbeitet euch so vor. Nämlich wenn man das so beim Nähen dreht, dann passiert wieder das Gleiche, dass man einfach den Stoff dehnt. Und das sieht nicht schön aus, das wollen wir nicht. Wenn eure Maschine Probleme haben sollte, dass wieder der Stoff gefressen wird, weil es irgendwie zu nah an der Kante ist, könnt ihr auch hier wieder einfach Krepppapier oder ausreißbares Stickvlies drunter legen. Und das ist dann das Ergebnis. Ich habe einmal hier zusammengenäht, Wendeöffnung gelassen, hier außenrum den Kopf, den zweiten Arm hier runter, Fuß unten offen gelassen, hier zwischen den beiden Fuß wieder offen gelassen. Das habe ich eben vergessen zu erklären. Das ist jetzt auch das Ergebnis, was bei mir rauskam mit, ich lasse die Nähmaschine führen. Man sieht hier an den Stellen, wo der Stoff halt längselastisch einfach mal ein bisschen gedehnt wird, haben wir doch ein paar Wellen drin. Aber ich möchte euch zeigen, wie man das einfach wieder rausbügeln kann. Das ist jetzt auch ein Appell an alle, die immer sagen, Jersey muss man nicht bügeln. Zeige ich euch, wie schön das werden kann, wenn man den Jersey doch bügelt. Man braucht Bügeleisen, Bügeltisch oder Bügelunterlage und Dampf. Und damit gehe ich jetzt einfach drüber, viel Dampf, und bügel mir damit die ganzen Wellen einfach glatt. Das ist super einfach und hat einen riesigen Effekt, wenn man das macht. Über die Öhrchen würde ich nicht so viel bügeln, weil die sich ganz gerne durchdrücken. So, und unten bei den Füßen auch nicht bügeln, sonst haben wir da Abdrücke nachher dran. So,
Und schon haben wir ein schönes, glattes Puppenteil. Und hier ist es jetzt auch wichtig, wenn wir das einmal gebügelt haben, dass wir das noch ein bisschen auskühlen lassen, damit sich das nicht wieder verzieht, wenn wir es direkt vom Bügeltisch nehmen. Und danach können wir weitermachen. Wenn ihr jetzt die kleine Puppe genäht habt, da habt ihr ja unten keine Füßchen dran, sondern habt das einmal rund mit abgenäht. Und dann könntet ihr die Puppe schon wenden. Wir machen jetzt hier die mittlere, bei der großen ist es genauso, dass wir erst noch die Füße fertig machen müssen. Das heißt, noch nicht wenden, sondern erstmal hier unten diese Fußoberteile so ein bisschen rausziehen. Denn da kommen nun die Fußsohlen dran. So sieht das hier aus. Und das sind meine Fußsohlen. Ich habe jetzt, nachdem ich doch so einige Puppen genäht habe, gemerkt, dass das eine Stelle ist, die sich total schnell verzieht beim Nähen. Und deshalb habe ich gesagt, die Fußsohlen beklebe ich mir dieses Mal von der linken Seite mit einer Einlage und ich schaue einfach mal, ob das besser wird. Die Fußsohlen werden jetzt rechts auf rechts hier an die Füße gesteckt. Und zwar so, dass erstmal hier vorne die Rundung aufeinander liegt. Das stecke ich mir als erstes fest. Dann geht das hier über in diese Stelle, wo die drei Nähte aufeinandertreffen. Da kann ich mir auch so die Nahtzugabe ein bisschen auseinanderlegen, damit das nicht knubbelig wird. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite und versuche dabei wirklich den Stoff auch nicht zu dehnen. Also den unteren Stoff der Puppe. Hier. Und zum Schluss, dann hier hinten dieses kleine Stück an der Ferse, wo das Rückenteil der Puppe ist, wird dann auch noch festgesteckt. Und jetzt habe ich das einmal rundum zusammengesteckt und kann das dann auch wieder mit 7 mm Nahtzugabe zusammennähen. Das gleiche natürlich auch beim zweiten Fuß. Und so sieht es dann aus, wenn die Fußsohlen dran sind. Einmal von unten, von oben, rundum festgenäht. Bevor wir die Puppe jetzt wenden, müssen wir noch ein paar Stellen einschneiden. Und zwar immer da, wo wir hier diese engen Kurven haben. Das heißt, einmal unten im Schritt ein paar Mal einschneiden. Und am Arm immer schauen, dass man nicht zu weit einschneidet, dass man die Naht nicht erwischt. Denn an diesen Stellen reißt die Naht dann ganz gerne mal. Hier, wo der Daumen kommt. Unterhalb des Daumens. Auf der anderen Seite auch. Da haben wir auch so eine kleine Rundung drin. Und dann kann man, je nachdem wie viel Nahtzugabe man noch hatte nach dem Nähen, auch noch hier am Daumen entlang und an der Hand entlang die Nahtzugabe ein bisschen wegschneiden. Bei mir ist das jetzt ein bisschen rausgerutscht, da brauche ich gar nicht großartig was mehr wegzuschneiden. Hier vielleicht nur noch so ein bisschen. So, und wenn wir das dann gemacht haben, hier und da einmal eingeschnitten, dann können wir die Puppe endlich wenden. Ich mache das immer so, dass ich mir die erst einmal grob wende, also einmal alles ganz schnell umstülpe und danach arbeite ich erst die Feinheiten mit Hilfe des Löffels raus. Ja, sieht noch nicht nach einer Puppe aus. Kommt jetzt. Da hole ich jetzt wieder mein Allzweckwerkzeug, den Suppenlöffel. Und mit dem kann man jetzt wunderbar hier so die Nähte rausarbeiten. Und ich merke auch schon, der Fuß ist jetzt viel besser geworden mit der Einlage an der Sohle. Der hat eine viel schönere Form bekommen. So, den anderen Fuß. Es ist halt auch wichtig, dass ihr da wirklich, wenn ihr hier zum Wenden was nehmt, sowas wie den Löffel nehmt, der vorne einfach rund ist. Manche machen das auch ganz gerne mit der Schere. Nur hat man da eine Spitze und dann macht es ganz schnell Pieks und man isst durch den Stoff durch. Und das ist natürlich super ärgerlich. Deshalb schaut immer drauf, dass ihr das mit einer stumpfen Spitze, mit einem stumpfen Gegenstand wendet. Hier der Daumen. So, und jetzt kann man schon ahnen, was das wird. Fehlt nur noch die Füllung. Beim Stopfen ist es ganz wichtig, dass man wirklich feststopft. Das ist bei so einer Stoffpuppe oder bei einem Plüschtier, je mehr Watte drin ist, umso schöner wird die Form am Ende.
Das Stopfen ist eine Kunst für sich und ich glaube, da gibt es ganz viele Puppenmacherinnen, die da wirklich diese Waldorfpuppen machen, die das sehr viel besser können als ich. Aber ich habe mittlerweile auch eine Variante, die ganz gut funktioniert. Ich fange immer bei dem Fuß an der gegenüberliegenden Seite von der Wendeöffnung an. Das ist aber jetzt einfach nur so eine Gewohnheit von mir. Das muss man natürlich nicht so machen. Und dann stopfe ich erstmal den Fuß aus. Und ich mache es immer so, dass ich mir eher ein bisschen kleinere Wattestücke nehme, die ich dann so nach und nach reinstopfe, anstatt ein großes zu nehmen. Das lässt sich irgendwie schöner verteilen. Ihr seht schon, wie viel Watte ich jetzt schon reingestopft habe. Und das ist alles immer noch nur am Fuß. Also es muss wirklich, damit die Form schön wird, schön straff sein vorne. Und da hilft jetzt auch wieder dieser Löffel einfach so ungemein, weil man mit dem wirklich in alle Nähte die Watte stopfen kann. Und es sollte auch wirklich so fest gestopft sein, dass möglichst wenig Wellen noch an der Naht sind. Wenn ihr dann nämlich noch richtig viele Wellen habt, dann ist das entweder ein Zeichen dafür, dass das beim Nähen nicht so gut geklappt hat oder dass einfach noch ordentlich Watte fehlt. Also ich bin selbst immer wieder überrascht, wie viel Watte da am Ende in so eine kleine Puppe reingeht. Aber je mehr, desto schöner sieht es halt auch am Ende aus. Wenn man dann schon so ein bisschen was gestopft hat, wie jetzt hier beim Bein, dann sieht man ja auch recht gut, wenn ich irgendwo nur Delle habe, da könnte noch was rein. Dann hole ich mir auch wieder so ein bisschen was, mache mir das über den Löffel und schiebe das mit dem Löffel dann genau an die Stelle, wo ich die Watte haben will. Ich habe mir in einem anderen YouTube-Video gesehen, da war so eine Puppenmacherin, die hatte da auch extra so ein Werkzeug für anstelle des Löffels, aber der Löffel tut es auch, finde ich. Und wenn das eine Bein dann voll ist, mache ich mit dem nächsten weiter, danach die Arme, dann den Kopf, dann den Bauch und dann mache ich das Video wieder langsam und dann erzähle ich euch noch was dazu. Gerade am Kopf ist es wichtig, die richtige Stopftechnik zu finden, denn sonst hat man ganz schnell hier so einen Footballschädel. Und da ist es nämlich ganz wichtig, dass man auch hier unten in dieser Partie genug Watte reinstopft, damit das nicht passiert. Dann wird das schon viel schöner, wenn man da wirklich gezielt die Watte hinführt. Hier oben an der Naht des Kopfes, da hat man auch mal so ein bisschen Wellen drin. Die kann man versuchen mit dem Löffel auch auszugleichen, indem man die Watte wirklich gezielt dahin stopft. Aber wenn am Ende die Haare drüber kommen, beziehungsweise wenn ihr die Variante mit dem Wehpelz habt, dann habt ihr dieses Problem auch nicht so stark. Das gleicht das dann schon sehr wieder aus. Wichtig ist auch, dass der Hals schön festgestopft wird, damit der Kopf nicht immer so rumbaumelt. Ist auch immer ganz sinnvoll, wenn man denkt, man ist so gut wie fertig, die Puppe einmal umzudrehen und zu schauen, ob man hier am Rücken noch was stopfen kann. Weil meistens ist es dann halt unten total flach. Und dann mache ich es immer ganz gern, dass ich hier so am Po noch ein bisschen was mache. So, und wenn man das dann gemacht hat und die Form mag der Puppe, kann man die Wendeöffnung schließen. Die Wendeöffnung wird mit einem Leiterstich geschlossen. Dazu habe ich mir hier schon mal ein Stückchen weit zusammengesteckt und habe den Anfang des Fadens schon vernäht. Und jetzt geht es immer so, dass ich in der von mir aus gesehen oberen Stofflage ein paar Millimeter an der Kante entlang durch den Stoff gehe, dann da rauskomme und dort direkt in die untere Stofflage einsteche. Dann gehe ich von dem Punkt wieder hoch in die Lage, wieder ein paar Millimeter und nach unten. Ich weiß, manche machen es auch anders, dass sie so und so und so und so gehen.
Ich mache das so, das ist einfach Gewohnheit. Ich habe es so gelernt, dann mache ich es immer so. Und das Schöne daran ist, dass der halt ziemlich untergeht und unsichtbar wird, wenn man das richtig macht. Je enger man den Stich macht, umso besser. Und wenn ihr so die Hälfte ungefähr geschlossen habt, der Wendeöffnung, dann macht euch da mal vernähtet einmal kurz den Faden, damit die Stelle nicht wieder aufgeht. Denn jetzt ist es ganz wichtig, dass wir hier nochmal nachstopfen. Weil man neigt dazu, an dieser Wendeöffnung einfach nicht genug Watte reinzustopfen, weil man muss das ja dann auch irgendwie zusammenziehen. Das ist immer ein bisschen blöd. Deshalb ist es hier ganz wichtig, dass an dieser Stelle nochmal nachgestopft wird. Und ich sehe gerade, weiß gerade gar nicht ganz aufs Bild, aber so sieht dann die fertig gestopfte, gefüllte, genähte Puppe aus. Morgen geht es dann weiter mit den geknüpften Haaren.